Heute geht es um Weak High, Strong High und Weak Low, Strong Low. Wie erkennt man das jetzt? Das zeige ich euch jetzt. Machen wir mal das kleiner. So, also fangen wir mal wieder an mit einem Aufwärtstrend. So, in einem Aufwärtstrend haben wir ja einmal die Impulsbewegung, dann die Korrektur. Und diese Korrektur ist jetzt das starke Low, weil wir es geschafft haben, über dieses High zu brechen. Dann wird dieser Punkt hier automatisch stark. Okay? So, wir kommen hoch, korrigieren, schaffen es wieder, über das letzte High zu brechen. Dann wird dieses High ist dann schwach und dieses Low ist in dem Fall wieder stark. So, bei einem Abwärtstrend das gleiche Szenario natürlich umgekehrt. Wir schaffen es immer wieder, die Low-Punkte zu brechen. Dann sind die Low-Punkte sind dann schwach. Da können wir eine Dotted Line nehmen. So, die schwachen Punkte sind gedottet und die starken sind dann durchgezogene Linie. So, also in dem Fall, wir kommen runter, wir korrigieren nach oben, brechen wieder diesen Punkt. Dann ist dieses Low unser schwaches Low und das High ist unser starkes Low. Hier genau das gleiche wieder. Wir korrigieren nach oben, schaffen es, das Low zu brechen, dann ist das Low schwach und das High ist in dem Fall dann stark. So. Also starkes Low, starkes Low, starkes High, starkes High, schwaches High, schwaches High, schwaches Low, schwaches Low. So, was passiert jetzt, wenn wir dieses Szenario haben? Was ist jetzt unser schwaches High und was ist unser schwaches Low? So, in dem Fall ist es so, dass der Push hat es nicht geschafft, hier über unser letztes starkes High zu brechen. Also ist dieser Punkt schwach. Wir haben hier ein schwaches High momentan noch und da ein schwaches Low. Weil dieser Push hat es auch nicht geschafft, hier durchzubrechen. So, wir schaffen es jetzt, über dieses letzte starke High zu brechen. Wir sind hier drüber gekommen. Dann wird jetzt dieser Bereich ein starkes Low. Okay? Das schwache High wurde natürlich gebrochen, das starke High wurde gebrochen. Jetzt haben wir ein umgekehrtes Szenario, wo wir sagen können, okay, wir haben wahrscheinlich ein Reversal-Szenario, wo wir sagen können, in unserem Demand-Bereich hier macht es jetzt Sinn, Continuation Long zu schauen. Okay, so, hier natürlich das gleiche Szenario auch. Wir schaffen es nicht, das letzte starke Low zu brechen. Wir schaffen es nicht, das schwache High zu brechen. Wir schaffen es dann drunter zu brechen. Dann wird dieser Punkt ist dann unser schwaches Low und das wird jetzt zu unserem starken High-Punkt, weil wir haben es ja geschafft, hier das letzte Low zu brechen. Und dann können wir wieder sagen, gut, jetzt können wir hier in unserem Supply-Bereich nach einem Continuation Short schauen. So, was passiert jetzt aber, wir haben folgendes Szenario. Der Push schafft es nicht nach oben durchzubrechen. Der Push schafft es nicht nach unten durchzubrechen.
Wir kommen dann hier rein in unser starkes Low und machen neues Lower Low. So, dann ist dieser schwache Punkt gebrochen. So, also wir haben dann folgendes Szenario. Schwach, schwaches Low, schwaches High, schwaches Low, starkes High. Und dann kann man sagen, gut, Continuation, schauen wir da oben nach unserem Short Entry. Das sind so die Bereiche, die man mit diesem schwachen High, schwachen Low dann ganz gut ausfindig machen kann. Geht es jetzt weiter Short oder habe ich ein Reversal, wo ich sage, gut, es könnte jetzt ein Reversal kommen für Long. Hier natürlich das gleiche Szenario. Nehmen wir mal das Ganze und machen es ein bisschen weiter rüber. So, hier natürlich das gleiche Szenario auf der anderen Seite. So. Dieser Push schafft es nicht nach oben durchzubrechen, dieser Push schafft es nicht nach unten durchzubrechen. Entschuldigung, nach unten durchzubrechen. Wir haben hier immer noch unseren starken Bereich. Wir wissen aber nicht, können wir jetzt hier einfach einen Buy setzen. Wir müssen jetzt die Bestätigung abwarten, dass wir wirklich hier unser starkes High brechen können. Wir warten ab, wie reagiert er hier? Wir kommen drüber. Dann wissen wir ja gut, wir haben jetzt die beiden Schwachstellen durchbrochen. Einmal hier, einmal da. Diese Bereiche nennen wir auch Inducement, wo viele Smart Money Trader jetzt mein Konzept zum Beispiel falsch sehen. Die setzen dann hier ein Buy und hier ein Short, weil sie halt nicht wissen, dass es starke Lows und starke High gibt und schwache Lows, schwache Highs. Das sehen die dann Teil von dieser Struktur und wissen nicht, dass das aber das starke Low ist. Und wenn wir hier drüber treffen, dann können wir sagen, ups, wir haben jetzt hier wieder ein starkes Low und können dann sagen, Continuation hier in unserer Demandzone weiter long. Okay? Und dann ist natürlich wieder gleiches Szenario. Schwach und strong. Dann hier natürlich auch wieder schwach. Ups, das schaut nicht schön aus. Unser schwacher Bereich und unser starkes High. Soweit dazu. Das ist natürlich wieder das Ganze im Picture Perfect. Jetzt schauen wir uns das Ganze auf einem Live-Chart an. Wo sind wir denn gerade? Wir sind ja jetzt aktuell im Euro-USD. So, da kann man das ganz schön sehen. In der 4-Stunde sieht man das besser. Wie jetzt hier zum Beispiel. Wir sehen, wir hatten hier, wir sind ja in der Abwärtsbewegung. Dann haben wir hier unser starkes High, schwaches Low. Das sollte ja in dieser Phase noch gebrochen werden. Wir sind in der Abwärtsbewegung. Wir kommen dann hoch, kommen runter, können aber, Moment, dass ihr es besser seht. So. Wir wissen jetzt noch nicht, ist das ein starkes Low? Wir wissen jetzt noch nicht, ist das als stark zu klassifizieren? Oder als schwach, weil wir sind ja hier jetzt noch nicht drunter gebrochen. Okay? Wir konnten noch nicht drunter brechen. Wir jetzt müssen jetzt mal abwarten, was passiert. Wird unser starker Bereich hier gehalten, unser Supply-Bereich, oder brechen wir drüber? So, das heißt abwarten. So, bis jetzt ist das noch nicht als schwach oder das als stark klassifiziert, weil wir nicht drunter schließen konnten. Erst wenn wir den Schluss haben,
Genau. So. Also, diese Korrektur war dann. Moment, vergessen einzuzeichnen. So. Da wussten wir noch nicht, wird das ein starkes Hoch? Können wir hier drüber brechen? Können wir den Punkt drüber brechen? Oder wird es ein schwaches Low und das ein. Starkes Low. So. Da wussten wir noch nicht, was passiert. Wir sind dann drunter gebrochen. Also ist der Bereich dann zu unserem starken High geworden. Beziehungsweise der obere Punkt natürlich dann. So, auch. So, dann schauen wir mal. Wir konnten jetzt drunter brechen. Schauen wir weiter, bis wir Struktur wieder sehen. So, jetzt ist es so, wir konnten drunter brechen. Dann ist das unser starkes High und schwaches Low. Das sollten wir wieder drunter brechen. Okay, das konnten wir jetzt nicht weit genug machen. Schauen wir mal. So, da. Schauen wir mal weiter. Also, da sieht man es ja wunderschön. Wir sind in der Abwärtsbewegung. Also starkes Hoch. Schwaches Low. Starkes Hoch. Wir konnten hier bärisch drunter schließen mit einem Close. Haben hier dann auch unsere Supply Zone. Dann wird das wieder unser starkes High, schwaches Low. Zeichne das gleich mit den Supply Zonen auch ein. Starkes High. Wir konnten wieder drunter schließen. Schwaches Low. Haben wir hier wieder ein starkes High. Schwaches Low. Und so weiter und so fort. Starkes High. Ich denke, ihr wisst, was ich meine jetzt. Jetzt versuchen wir noch andere Seite zu finden hier. Genau. Also, wir haben hier, sind wir geswitcht, genau, da ist ein ganz gutes Beispiel. Also, wir hatten hier Moment. Genau. So. Also, ein starkes Low. Ein schwaches High. Und dann, hier wird es jetzt ein bisschen verwirrend, weil wir haben ja, dann würde ich mir das an eurer Stelle so einzeichnen, die starke Zone und die schwache Zone. So. Die könnt ihr dann meinetwegen auch gestrichelt machen. So, wir sind da auch in der Range. Dann kann man sagen, okay, das ist jetzt mein Low Point, mein starker Low Point. Da sollte ich drunter schließen, bärisch, damit ich das dann als schwach oder strong, also stark, identifizieren kann. So, wir sind dann darunter gekommen, sind hier da mal drunter gebrochen, dann war das hier unser schwaches High und das hier wurde und zu unserem starken Low. So, also schwaches High. Oh Mann,
Hin und her geswitcht, schon nervt. Schwaches High, starkes Low. Man sieht auch, da hat er schön reagiert. Aber wir wissen, er konnte nicht durchbrechen. Also ist immer noch unser starkes High. Dann hätten wir abwarten müssen. Okay, wir sind dann hier drüber gebrochen, war schwach. Und in dem Fall ist es dann auch zu unserem schwachen High geworden. Und das war weiterhin unser starkes Low. Warum ist das jetzt da drüben? So. Also stark, schwach. Und dann hat man wieder Struktur drin, wo man gesagt hat, okay, jetzt habe ich wirklich ein Anzeichen da, jetzt kann ich weiter nach Long schauen, jetzt macht das ganze Chartbild wieder Sinn für mich. Und dann hätte man sagen können, gut, hier ist mein Demandbereich, den nehme ich jetzt mal Long. So, und dann hat man da wieder so eine kleine innere Struktur in diesem schwachen und starken Bereich. Man sieht ja dann wieder weiter. Also, wenn wir jetzt mal nur den Bereich hier nehmen, dann haben wir hier ein starkes Low. Ich mache es am besten so. Muss ich das nicht immer switchen? Also starkes Low, schwaches High, weil wir brechen ja die Strukturpunkte und dann hätte man wieder sagen können, ah ja cool, mein starker Demandbereich hier, schaue ich nach einem Long. Da wir wissen ja, man muss ja alles kombinieren. Push nach oben, Komplex Pullback, starkes Low, schwaches High macht Sinn, nach einem Long zu schauen. So. Dann schwaches High. Starkes Low. Also im Prinzip ist es wirklich einfach. Man muss nur wissen, nach was man schaut. So. Dann Bruch nach oben, Durchbruch ist natürlich wieder ein schwaches High und unser starkes Low. Ups. So, dann haben wir wieder diese innere Struktur. Hätten wir wieder sagen können, okay, wir hatten jetzt so einen krassen Push nach unten. Schauen wir mal, was passiert. Okay. Dann sind wir natürlich schön bullisch drüber geschlossen. Dann war das wieder unser starkes Low. Schwaches High. Ich glaube, hier in der Seitwärtsphase erkennt man die Bereiche gerade ganz gut. Auch die Supply-Demand-Bereiche. Also ganz schön zu erkennen. Schwaches High. Starkes Low, wieder Strukturbruch, Strukturbruch. Und das war ja unsere große Trading Range. Dann sind wir durchgeschossen und dann zack, 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 ging es natürlich nach oben. Und jetzt mal schauen, was beim Switch passiert. Okay, so, wir sagen jetzt: Moment, wir zeichnen es nochmal ein. Nehmen wir mal das da noch mit. So, also. Der Push konnte noch drüber brechen, aber der Push nicht mehr. Also wir hatten kein Close, keinen bullischen Close nach oben. Okay? Dann musste, dann, das konnte man noch nicht wissen, ob das stark ist. Dann haben wir mal abwarten müssen, weil das war jetzt in dem Fall weak und das war auch weak. Also beide waren schwach. Also was bis hierhin halt gesehen haben. Den Push. Ein bisschen weiter. So, also das war weak und jetzt wurde dieser Bereich
stark, weil wir hier brechen konnten. So, dann wurde das unser starker Bereich, aber noch nicht, wir konnten ja noch nicht ganz schließen, sorry, war ein bisschen zu schnell. Jetzt, also, wir sind jetzt hier drunter geschlossen. Und jetzt könnte man sagen, gut, ich kann jetzt mal schauen, ob jetzt mal Supply hält. Und genau, jetzt machen wir weiter. Ach so, das haben wir ja eh schon gemacht. Genau. Ja, schaut euch am besten mal an, selber die ganzen Bereiche, Weak, Low, High Low, Strong Low und so weiter, ob ihr das erkennen könnt und wie ihr daraus dann mit den Dingen, die ich euch schon erklärt habe, eure eigene Trading-Idee auch schon sehen könnt, ob jetzt Short oder Long, Continuation oder ob es vielleicht einfach nur ein Komplex Pullback ist, um weiter Long zu gehen, wie jetzt in diesem Fall hier, hätte man, wenn man diese innere Struktur nimmt, diesen Bereich ja auch noch als Strong, also der hätte ja schon mal nicht brechen dürfen, werten können, weil wir ein neues Hoch gemacht haben hier. Das ist natürlich dann ein bisschen tricky, weil wir dann gesagt hätten, gut, der Supply-Bereich sollte ja eigentlich halten. Wenn wir dann hier reinkommen, okay, wenn man jetzt nicht wüsste, dass das ein starkes Low ist, dann hätte man gesagt, gut, da müsste man halten, um neues Low Low zu machen. Wir wissen aber ja, dass das ein starkes High ist, weil wir da durchgebrochen sind. Das ist ein starkes High. Wir sind wieder durchgebrochen. Das würde ich sowieso jetzt nicht als Struktur klassifizieren. Aber sagen wir jetzt einfach mal, man würde sagen, gut, ich komme daher, sehe das als Struktur, Continuation Short. Dann sehe ich aber, wir können hier nicht durchbrechen, wir schaffen es einfach nicht durchzubrechen, kommen nochmal, brechen hier durch, dann muss ich auf jeden Fall, wenn ich das schon als Short identifiziert hatte, mein Trade rausnehmen und nicht hoffen, okay, wir kommen jetzt weiter Short, weil einfach der Switch dann wieder da war und da muss ich so schnell sein und umdenken können, um zu sagen, okay, ich schaue jetzt nach Long, weil sich die ganze Situation geändert hat. Das ist einfach der bisschen schwierigere Teil auch daran zu sehen, wann switche ich jetzt vom Kopf her um, halte ich an meiner Idee fest, macht es überhaupt noch Sinn oder eben nicht. Genau, wenn es dazu noch Fragen gibt, einfach wieder in die Kommentare schreiben oder mich kontaktieren. Auch gern in die Kommentare schreiben, was ihr noch gerne sehen würdet. Und dann werde ich das euch auch zeigen natürlich. Bis dahin dann ein schönes Wochenende, einen schönen Tag auf jeden Fall. Und bis dann. Tschüss.